Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Heute die 20. Episode des Let's Plays mit Silent Hill Downpour. Und ich bin gespannt, ich kann es selbst nicht mit Sicherheit sagen, aber ich bin gespannt, ob das die letzte Episode ist. Und ich jetzt gleich gegen den Endboss antreten muss. Ich halt's. Vorne irgendwo sind die Duschen. Haupthalle. Also halte ich mich erstmal links. Beziehungsweise erstmal kann ich ja rechts bis zu diesem kleinen Gang. Fuck. Oh shit. Hallo? What the fuck? Wo ist denn der? Jawohl. Wo ist er? Ach, da liegt er noch. Weg mit ihm. Und er auch. Schluss mit lustig. Jetzt habe ich ganz schön Flintenmunition verballert. Hätte ich zuerst den großen abgeknallt, dann hätte ich vielleicht die anderen kleinen auch noch so besiegen können. Beziehungsweise einen zumindest, aber so. Wenn du das hier liest, bin ich fort. Ich hatte keine lebenslange Strafe abzusitzen, aber es fühlt sich an, als hätte ich das getan. Die Tage hier sind endlos, gnadenlos. Jeder neue Sonnenaufgang bringt unendlose Langeweile und Monotonie, jeder Sonnenuntergang Schmerzen und Angst. Ich habe meine Zeit abgesessen und ich möchte hier nicht länger bleiben. Aber ich habe einen Weg herausgefunden. Bald werde ich tot sein, aber dann bin ich endlich frei. Ich komme, Baby. Fuck. Workshop Area. Okay, da gehe ich gleich lang. Was gibt's hier aufzuheben? Ich will auf jeden Fall die ganzen Zellen hier abklappern. Oh, und den Timer starten. Schon wieder vergessen. Moment. So, Timer läuft. Hier. Oh, es gibt eine Axt. Sehr gut. Ich sollte ja unter den Duschen. Oder unter der Dusche irgendwie jemand kalt machen. Haha. Geh ich erstmal nicht rein. Beziehungsweise ist da. Ach, ich komme gar nicht zu den Duschen, genau, weil hier ist nämlich Schluss. Ah ja, okay, also kann ich doch das alles abchecken hier. Und da muss ich nämlich den langen Gang dort unten lang.
Okay. Dort war ich schon. Ist auch nichts. Hier war ja der. Hier hatte ich einen. Okay, was war das? Aufheben? Schlechter Tausch. Her mit der Axt. Oh. Born free. And life is worth living. Okay. Workshops Area. Da sind die Werkstätten. Da muss ich auf jeden Fall hin. Jetzt UV-Taschenlampen. Oder eine UV-Taschenlampe. Da komme ich dann dort vorne durch. The code. Hier geht's dann. Okay. Ist wahrscheinlich nicht wieder mein eigener OP11752. 11752. Okay. Wäre auch Blödsinn gewesen. Was ist denn eigentlich? Ach, hier kann ich doch erstmal mich durchsmashen. Oh, fuck. Ist das? Was zur Hölle? Ah, what? Ah. Na los. Weg mit ihm. Das war nicht gut. Merke, nicht einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Erstmal alles anschauen. Was schmoddert denn hier schon wieder rum? Nummernschilder. Vielleicht ist da ja auch ein Code. Was zur Hölle? Ist im Ernst jetzt? Oh. Alter!
hinten, die Maschine läuft auf einmal. Vielleicht soll ich einfach mal alle anschmeißen. Ach, hier ist auch noch einer. Okay, da gibt's eine Notiz. Bewerbung für das Arbeitserleichterungsprogramm Ryle State Prison. Hinweis: Die Teilnahme am Arbeitserleichterungsprogramm erfordert zu allen Zeiten die Einhaltung der Teilnahmebedingungen. Bei Verletzung dieser Regeln kann der Straftäter, auch wenn er sonst alle Voraussetzungen erfüllt, von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen werden. Persönliche Daten, Informationen zur Anklage. Murphy, das wäre doch was für dich. Was denkst du, Frank? You never stopped trying to help me, did you, Frank? Noch mehr Nummernschilder. Ich dachte gerade, ob die Nummernschilder vielleicht was mit dem Code zu tun haben. Vielleicht muss ich auch einfach alle Maschinen gleichzeitig anschmeißen. Baby, ich habe heute nicht viel Zeit zu schreiben, wollte nur, dass du weißt, dass alles in Ordnung ist. Wenn du das hier liest, bin ich auf dem Weg. Ich werde endlich aus diesem Scheißloch mit all den Bastarden rauskommen. Es ist fast geschafft, Baby, und dann können du und ich wieder zusammen sein, wie wir es uns immer gewünscht haben, bald. Ich liebe dich, R. Ah ja. Stehen. Der soll bloß abhauen. Ach, der ist einfach hier. Soll ich jetzt den Weg einfach abgehen und währenddessen die ganzen Maschinen anschalten? Oh shit! Nimm die Axt! Fuck! Fuck! Oh shit! Jawohl, und weg mit ihm. Wow, shit.
Oh fuck! Mensch, Leute. Und weg. Zack. Jawohl. Hey, das ist doch nicht euer Ernst. Okay, ich verstehe. Ich muss hier den ganzen Weg absuchen. Und dann finde ich die Nummern für den... Ja, okay, ist schon klar. Schon gecheckt. Also hier war nichts. 2. Ich muss mir das aufschreiben. Aufschreiben. Die Nummern aufschreiben. Eieiei. Zettel. Zettel. Brauch einen Zettel. Ja. So, jetzt wird's ernst. 2. Dann kommt die 3. Ändert nichts. 2, 3 hatten wir schon. Ja. Lauf! Oh, what the fuck? Und weg mit ihm. Okay, das war mein letzter Erste-Hilfe-Kasten. Zwei, drei, vier. Ja, zählen hätte ich auch können. 2, 3, 4. Leute, ich habe jetzt hier keine Zeit. Murphy, lauf! Alter Verwalter. Oh, shit! Ich brauche irgendwie eine Waffe oder sowas, ansonsten komme ich nicht an gegen die Viecher.
So. Fehlt mir noch eine Zahl oder waren sie das alle? Zwei, drei, vier, im Ernst jetzt. Fuck, jedes Mal, wenn ich schlagen will, dann ist das Viech schneller als ich. Und ich habe schon wieder keine Waffe, ey. Leute. Hörst du vielleicht mal auf, mir nachzurennen? Oh, wieso ist er denn immer schneller als ich? Ah, und auf ihn mit Gebrüll! So. Und jetzt 234. Mir hat auch noch niemand was über sichere Passwörter erzählt. Das ist es aber bestimmt nicht, da fehlt noch was. 234. Shit. 2341. 2342. Oh nein, ich höre sie kommen. Alter! Ey, ich hab ihn doch... Ah, fuck. 2, 3, 4, 4 hatte ich jetzt, glaube ich. 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 8. Oh nein. 4, 9. Scheiße, mir fehlt noch eine Ziffer. Fuck. Ich habe wirklich schlechte Karten, das jetzt zu schaffen, ey. Der lebt auch noch, oder was? Ihr müsst ja fast lachen hier. Das ist ja witzig. Ey, es ist total vorbei. Jetzt auch noch der Typ mit dem Messer. Hau ihn weg. Ja, na los. Komm schon. Nicht aufhören. Oh, mein Daumen. Ah. Na los. Gib's ihm! Nochmal! Und weiter! Shit! Ah, Gottchen! Ey, wisst ihr was? Ich glaube in diesem Fall... Ah! Eine Erste-Hilfe-Kasse! Leute, das ist doch nicht im Ernst! Bin ich jetzt hier ehrlich gezwungen, 20.000 Mal auf dieses Viech einzuprügeln? Ah. Mensch. Irgendwo fehlt mir noch eine Ziffer. Thank you.
Ey, ganz ehrlich. Ey, ich will jetzt nicht noch eine weitere 20 Minuten damit zubringen, auf diese Viecher einzuschwaden die ganze Zeit. Hier ist keine Ziffer dabei. Nee. Zwei. Zwei, drei. Hier kommt dann die vier. Zwei, drei, vier. Alter. Ich sehe halt nichts, ich sehe gar nichts mehr. Aha, witzig. Leute. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Fünf. Fünf. Wo kommt die fünf her? Zwei, drei, vier, fünf. Da ist sie gegenüber. Vielleicht ist sie dann hier auch gegenüber. 2, 3, 4, 5. Das ist nur die Taschenlampe. 2, 3, 4, 5 ist doch nicht der Code. Deswegen hätte es ja geklappt. Fuck.
Alter! Fünf, vier, drei, zwei vielleicht. Was probier ich? Fünf, vier, drei, zwei. Wow! Alter! Ah. Gib's ihm! 5-4-3-2. 5-4-3-2. Das ist. Ich hab ansonsten keinen blassen Schimmer. 5-4-3-2. Oh, komm schon. Shit. Okay, ganz cool bleiben. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Ich muss sie nur finden. Einfach nochmal alles absuchen. Irgendwo habe ich was übersehen. Ey, wenn diese Viecher nicht wären, wenn diese Viecher einfach nicht wären. Das nervt mich jetzt gerade wirklich, ey. Und ich verliere ständig mehr an Lebensenergie, weil ich immer gegen diese Viecher kämpfen muss und die mich immer erwischen irgendwie. Okay, vielleicht muss ich alle Maschinen gleichzeitig anschalten. Nichts genutzt. Okay, was war? Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Q028. R. Nee, also ich glaube, ich bin schon auf der Spur diesen. Fuck. Ich bin halt unbewaffnet. Ach. Ja, jetzt kommt gleich der zweite. So kenne ich das. So kenne ich das. Fuck. Okay, das war's.
Ich verstehe es nicht so ganz. Da muss ja die Zahlenkombination. Das muss ja mit den Nummern zu tun haben, ansonsten wäre es ja vollkommen blödsinnig. Und irgendwo muss ich eine Zahl übersehen haben. Irgendwo muss ich eine übersehen haben, die noch irgendwo drankommt oder dazwischen kommt. Und die Maschinen? Was haben die Maschinen? Ach Leute, nicht wieder ab hier. Im Ernst jetzt? Oh Mann. Den muss ich loswerden. Ich muss den Dicken loswerden. Alter. Schieß! Wieso ist denn schon wieder einer mehr? Ah, fuck. Alter. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Oh, Mann. Jetzt kann ich überall nochmal durch. Also hier, in den Raum muss ich auf jeden Fall nochmal zurück, wenn ich Probleme habe mit fehlenden Waffen. Da habe ich jetzt gerade nochmal so ein Stahlrohr abgelegt. Kennen wir schon. Ey, und sie haben auch einfach keinen Speicherpunkt gesetzt. Batra Games. Ja, das tut mir leid, dass es jetzt so... Ich dachte, es gibt jetzt hier gleich episches Ende und so, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen kämpfen. Ganz so einfach wird's doch nicht. Ey, ich probiere jetzt einfach, bevor ich das überhaupt starte. Vielleicht kann ich es ja umgehen. Ah. Mist. Ich dachte, ich könnte vielleicht jetzt einfach schon den Code eingeben und es sozusagen umgehen, dass diese Viecher überhaupt getriggert werden. Sick Bay.
Das schmoddert vor sich hin. Kann man auch nichts machen. Ah, okay. Ganz cool. Jetzt hole ich mir zuallererst mal... Kommen die jetzt schon? Solange ich noch keine Maschine angeschmissen habe, kommt auch nichts, oder? Und dann checke ich erstmal ab, ob ich die Nummern auch so sehe, ganz ohne die Maschinen. Aber wahrscheinlich werde ich sie ja schon irgendwie betätigen müssen. Das wäre sonst totaler Nonsens. Was ist da los? Aufheben. Ah, sonst. Okay, hier habe ich auch jede Menge Waffen. Die liegen ja hier nicht umsonst rum. Also es ist schon so geplant, dass man auch durchaus sich mit den Viechern ein bisschen abrackert. Okay. Konzentration. Das verrät mir gar nichts, aber ich trinke mal einen Schluck Wasser. Okay, jetzt gehe ich einfach seinen Weg ab. Hier kommt die 4, das weiß ich ja jetzt schon. Das kann ich jetzt einfach mal gerade nicht machen. Jetzt gucken, ob ich die anderen Zahlen auch sehe. 4, 2, Moment mal. Nein, da kommt überhaupt nicht die 4. Die 4 kommt da noch gar nicht. Das scheint mir aber auch keine Hinweise zu geben. You never stopped trying to help me, did you, Frank? Oh. Jetzt kommen die Viecher. Hier war er am Berg und hat hier die Dings weggeschoben. 3. Das war schon mal sehr schön gelöst. 2. Er ist hier auch überall einfach vorbeigegangen, ne? Da, wenn er nur vorbeigegangen ist, muss ich vielleicht auch gar nichts abchecken. 2. 3. Hier gibt es dann die 4, genau. Und hier ist er wieder nur vorbeigegangen. Und da gibt es die 5. 2, 3, 4, 5. Aber das ist nicht der Code. Ja, die kriege ich noch. Okay, erstmal schnell wieder eine neue Waffe holen. 2, 3, 4, 5 ist halt auch einfach der Code. Zwei, drei, vier, fünf, eins. Fünf, vier, drei, zwei.
Wisst ihr was, Leute? Okay. Es gibt eine Lösung. Oh, wenn ich ihn schon sehe. Interessant finde ich, dass die ohne Mitmesser teilweise leichter sind als die ohne. Hier war er auch, aber hier... Hier habe ich ja nur die Taschenlampe aufgehoben. Oder gibt es hier auch irgendwo noch eine Zahl? 2! Oh fuck! 2, 2, 3, 4, 5. Ah! Nein! 2, 2, 3, 4, 5. Heiland, Sack. Und die Tür zu! Oh Gott. Fuck! Die Kiste kann ich bewegen. Ach scheiße, hier läuft das Dings voller Wasser. Shit. Murphy! Oh shit. Jetzt jagen sie mich ja wirklich von einer fiesen Falle in die nächste. Ey, dass ich aber auch so blöd war und nicht nach oben geschaut habe. Aber dazu war ich nicht konditioniert. Kann jedem passieren. Immerhin habe ich nicht aufgegeben und die Lösung gefunden. Und jetzt, aber das war scheinbar, entweder war es nicht der richtige Weg, oder ich kam zu spät. Jetzt schnapp ich mir einfach was. Inventar öffnen. Soll man die Flinte nachladen? Geht nicht. Mit was soll ich jetzt aufmachen? Ah, okay. Oh fuck! Ich fliege schon so schnell ich kann! Nein! Wow! Was ist denn mit euch los?
Fuck. Zwei. Es sind einfach zwei. Alter, der lässt sich nicht davon beeindrucken, was man ihm ins Gesicht schießt. Ich fasse es ja wohl nicht. Shit. Oh. Alter. Ich reg mich auf hier. Ich reg mich nur auf. Es ist nichts mehr für mein altes Herz. Es ist aber auch es ist wirklich extrem krampfig, mit der Kampfsteuerung gegen diese Viecher zu kämpfen. Es ist, jedes von diesen Dingern ist so eine massive Bedrohung irgendwie, vor allem, also alleine jetzt nicht so, aber sobald sie zu zweit sind, ist ja schon alles vorbei. Kriegst ja nicht mehr klein, ohne irgendwie zumindest einem ins Gesicht zu schießen. Früher konnte man bei Silent Hill auch immer mal an den vorbeischleichen. Also ja, was willst du in dem Fall auch machen gegen die Typen? Und ich schieß noch auf ihn. Und oh, lauf! Murphy! Lauf! Müssen wir mal ein bisschen Zeit hier verschaffen. Okay, den krieg ich so. Nimm den Feuerlöscher! Ah. Fuck. Na los. Jetzt. Menschenskinder. Das war's, oder? Mir ist so warm auf einmal. Es ist auch warm. Okay, alles wird gut. Gibt es dann die Codekarte? Habe ich die noch? Ja. Die kommt gleich zum Einsatz. Zuallererst schaue ich mir nochmal hier diesen Speisesaal in Ruhe an. Naja, das ist aber ein schlechter Tausch. Eine Packung Zigaretten oder was? Bringt mir nichts. Stahlrohr allerdings schon. Oh ja, super. Ja,
Ja, auf jeden Fall hier alles gut absuchen, weil ich kann halt echt jeden Verbandskasten und jeden Schuss für die Flinte und so kann ich gebrauchen. Deshalb eine Pistole könnte ich ja mal wieder finden. Hätte ich ja noch ganz gut Munition für. Okay. Also ich will gar nicht wissen, wie das mit den Kämpfen hier ausfällt, wenn ich das Spiel auf schwer stellen würde. Das ist auf jeden Fall eine hart erarbeitete Trophy dann. Wobei, ich meine, wenn man die Angriffsfolgen auswendig kennt, dann geht es schon. Also zwischenzeitlich fand ich es echt gar nicht so schwer. Aber wenn mehrere da sind, ist es echt, ist es einfach vorbei. Okay. Hier geht's jetzt an beiden Seiten hoch. Ich höre mein Radio schon wieder. Leise und heimlich fängt es an. Cause life is worth living. Oh, super. Flinte. Silent Hill Overlook Penitentiary exekutiert Unschuldigen. Interne Untersuchungen gestartet. Intervention des Bundes erwartet. Heute in den Nachrichten. Wer ist denn exekutiert worden? Benachrichtigung, Royal State Prison von Frank Coleridge an Captain Handley. Sir, wie Sie wissen, bin ich schon seit beinahe 20 Jahren Justizvollzugsbeamter im Royal State Prison. Während meiner Amtszeit war ich Zeuge einigen fragwürdigen Verhaltens meiner Kollegen, aber nie zu dem Ausmaß, das ich in den letzten 6 Monaten beobachten musste. Insbesondere das extreme Fehlverhalten des Justizvollzugsbeamten George Sewell erfordert ein sofortiges Einschreiten. Wärter Sewell ist in eine Reihe verwerflicher Aktivitäten wie Drogenschmuggel, Erpressung und Gewalt gegen Häftlinge involviert. Als langjähriges Mitglied der Wachbelegschaft weigere ich mich, diese Verstöße zu ignorieren. Bitte sehen Sie diesen Brief als offizielle Anfrage für eine interne Untersuchung gegen Wärter Sewell und andere Wachen, die ihn möglicherweise bei diesen illegalen Handlungen unterstützten. Ich bin bereit, meine Zeugenaussage schriftlich und oder persönlich für den Untersuchungsausschuss zur Verfügung zu stellen. Hochachtungsvoll, Frank Coleridge, Justizvollzugsbeamter. Das war der Typ, der immer auf meiner Seite gestanden hat. Verbandskästen habe ich denn? Ach, 4. Kann ich auch mal einen benutzen, glaube ich. Ich fand's schön. Die gleiche Waffe nur nochmal.
ich werde ausgestattet wieder. Ich sehe es schon. Ich werde ausgestattet mit Zeug zum Kämpfen gleich. Bin ich noch ein bisschen immer überlegen, ob ich das, was auch immer jetzt noch kommt, werde ich wahrscheinlich besser einen extra Part machen. Denke ich mal. Also am nächsten Speicherpunkt ist eigentlich... muss ich Schluss machen. Ah, okay. Geradeaus. Ich muss in die andere Richtung, da geht's zu den Duschen. Der Ziegelstein ist ja wohl jetzt nicht zu gebrauchen hier. Oh nein. Oh fuck, wieso bin ich schon tot? Ah. Okay, jetzt müsste ich ja eh vom Speicherpunkt wieder anfangen. Ich weiß jetzt nicht, welcher genau das war und wann das war, aber ich glaube, es war ein bisschen früher. Deshalb an der Stelle mache ich jetzt dann den Cut und höre auf. Das war Part Nummer 20 und wohl doch nicht der letzte. Aber freut euch drauf, es gibt noch einen mehr. Zumindest einen mehr, mal schauen, wie lange das Spiel noch ist, aber allzu lang dürfte es ja nicht mehr sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und Entschuldigung für meine dezenten Wutausbrüche. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, macht's gut.